Freunde, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Splatoon 2, dem Singleplayer. Wir sind in der letzten Zone, in Zone 5, nachdem wir beim letzten Mal den Boss der vierten Zone besiegt haben, der ordentlich schwierig war. Und jetzt sind wir erstmal wieder drauf und dran, die ganzen unsichtbaren Teekannen zu finden. Ne? Und ich glaube, das wird hier nicht so easy. Ich glaube tatsächlich, das wird hier nicht so easy. Und hier gibt es sogar Checkpoints, sehe ich gerade. Weil das ist ja ein Checkpoint. Oder kann ich auch zu dem hinspringen? Das frage ich mich gerade. Nein, kann ich nicht. Das ist, scheint wirklich ein Checkpoint zu sein, falls mir hier unten in die Soße fällt. Keine Ahnung, was das ist. Fragt mich nicht. Aber es sieht hier alles sehr, 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 sehr spannend aus. Ich frage mich gerade, ob hier was ist. Und irgendwas rappelt hier. Habt ihr das gehört? Da, hier! Ist das das hier? Was ist das? Lol. Was wackelt hier? Oh, mein Ingame-Sound ist ein bisschen leise. Mach ich mal ein bisschen lauter. So. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine scheiß Ahnung. Aber die letzte Welt sieht man... Allein schon vom Optischen sieht man einfach, die hat's in sich. Ich bin gespannt. So, jetzt schießen wir da oben hin. Immer schön die hier noch. Da. Und da. Jetzt einfach schnell hoch. Lol. Dein Ernst? So, jetzt einfach Beeilung. Ja! Okay. Und ist hier eine unsichtbare Teekanne? Oder was ist hier? Warum ist das hier? Ah nein, hier wahrscheinlich, oder? Hier. Sehe ich das richtig? Ja, richtig. Sehr geil. Die erste Teekanne gefunden. Nach Ewigkeiten. Gute Sache. So, aber... Wie geht's jetzt für mich wieder weiter? Ich will ja erstmal, wie immer, alle Teekannen finden. Lol, was ist das hier? Wie darf ich das interpretieren? Was ist das? Sag mal, bin ich zu blöd, das zu erkennen? Ist noch irgendwie zwei... Irgendwie zwei Augen, aber ich erkenne das nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber, wie gesagt, erstmal alle unsichtbaren Teekannen finden, ne? Dass wir, sag ich mal, einfach schon mal fein raus sind. Boah, der ist schnell unterwegs. Ist ja eher ein UFO, oder? Da unten ist vielleicht der Boss, oder? Hey, sieht schon beeindruckend hier alles aus. Dagegen kann man echt nichts sagen. Ist eine unsichtbare Plattform? Moment. Ja, sind hier. Sehr schön. Und hier geht's hoffentlich dann zur nächsten Teekanne. Lol, aber wo geht's hier weiter? Ist hier einfach nur eine unsichtbare Plattform, weil, keine Ahnung, weil die Bock drauf haben, dass hier eine ist? Ah nein, da drüben. Aber das ist schon ganz schön weit, oder? Ah nein, sich bewegende, unsichtbare Plattform. Boah, jetzt wird's aber ganz schön assi hier, ne? Jetzt wird es echt ganz schön übel hier. So, jetzt hier rüber, dass wir zu dem Checkpoint kommen. Und von dem Checkpoint komme ich dann hoffentlich zur nächsten Teekanne. Hoffe ich zumindest. Aber jetzt verstehe ich auch, was die ganzen Checkpoints hier machen. Die sind dazu da, falls ich sterbe, dass ich einfach hier wieder sozusagen rauskomme. Hier? Lol. Ey, das ist ganz schön heftig. Also allein schon sich in der letzten Zone auf der Oberwelt zu bewegen, zeigt einem einfach, Kollege, du bist in der letzten Zone. Da hinten sehe ich die Teekanne. Lol. Das hätte man nicht riechen können. Ja, aber zum Glück ist hier alles entspannt. Ah, zieh mal da an. Wo kommt ihr denn her? Okay. Boah. Nein. Ach komm. Warum falle ich denn jetzt sauer und runter? Was ist das denn für ein lächerlicher Scheiß hier? Das ist hier irgendwie so ein Rad, ne? Ja, sich ein drehendes Rad mit, Lol. Da ist die Teekanne, sehe ich gerade. So, sehr schön. Aber ich frage mich noch, was hier ist. Ist da noch was? Oder nicht? Oder komme ich überhaupt da? Bin ich jetzt... Soll ich mal was probieren? Nein, ich probiere nichts. Ich gehe mal hier. Ey, jetzt wird es aber hier ein bisschen lächerlich. Ich frage mich nämlich, ob es halt noch dahinter weitergeht, aber... Ah, lol. Da ist... Okay. Nein! Ich wollte da nicht rein. Aber scheiß drauf, Friends. Wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Jetzt bin ich in dem Level gelandet, auch wenn ich nicht wollte. Wir ziehen es jetzt einfach durch. Und ich kriege erneut eine neue Waffe. Was wollen sie denn noch alles bringen? Ach so, den Pinsel. Stimmt. Den haben wir auch noch gar nicht im Singleplayer gezockt. Aber den habe ich schon relativ ausführlich im Online-Mode gezockt. Damit habe ich nämlich meine allerersten Punkte oder meine allerersten Runden im Rangkampf gemacht. Die ersten zwei Streams lang. Dementsprechend habe ich eigentlich schon, ich sag mal, recht gute Erfahrungen mit dem. Und ich denke, wir werden mit dem hier recht gut durchkommen. Das ist eine Waffe, wo man einfach viel Zeit in der Tinte verbringt. Und einfach auftaucht und insane Damage verteilt.
Ja, das ist eine Waffe, mit der fühle ich mich wohl. Mit der sollte es kein großes Problem werden. Mit der fühle ich mich safe, mit der fühle ich mich eingespielt da. Da fühle ich mich gleich richtig heimelig damit. So, machen wir es mal so. Und dann so und dann weg mit dir. Man kann einfach in kürzester Zeit so viel Tinte verteilen. Man kann die Tinte halt nicht zielgerichtet in eine Richtung schleudern, sondern man ist halt sozusagen darauf angewiesen, dass man es nur großflächig vor sich, also sozusagen nur in näherer Umgebung großflächig vor sich verteilen kann. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich denke schon. Ja, man sieht es. Also man verteilt die Tinte in einen riesigen Radius um sich rum. Da komme ich schnell voran. Dieses Level wird kein großes Problem sein, das fühlt sich wie ein Heimspiel an. Die Waffe ist mein zweites Baby, direkt nach dem Turbo Blaster. Obwohl ich glaube, ich sogar mit der Waffe aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt, sogar noch besser bin als mit dem Turbo Blaster. Die ist echt, also, oh lol, wirklich. Ich weiß, ich müsste eigentlich das Zeug hinter ihm verteilen, aber ich mach's jetzt einfach so. Da fühle ich mich einfach am sichersten. Lol, der hat mich jetzt echt zweimal getroffen, das ist ja fast ein bisschen peinlich. Das ist fast ein bisschen peinlich. Da quatsche ich hier von Heimspiel und easy, easy und dann sowas, ne? Das kann man nicht bringen. Kann ich die Tinte auch über ihn schleudern? Frage ich mich gerade. Ja, kann ich. Kann ich sogar, okay. Auch mit dem Pinsel kann man sozusagen Tinte über Hindernisse feuern. Gut zu wissen. Das ist eine Sache, die ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich beachtet habe. Gehe ich mal hier runter und dann wir beide weg. Oh, der schießt auf mich. Aber kein Act. Und da wären wir auch schon wieder. Ich frage mich nur gerade, weil ich hier sehr schnell, sage ich mal, voranschreite, ob ich hier nicht irgendwelche Secrets vercheck. Das ist so die Angst, die ich ein bisschen habe, dass ich hier echt, weil ich mich so sicher fühle, so ultra schnell voranschreite und einfach die Hälfte aller Secrets verpasse. Aber was soll's. Nehmen wir erstmal hier die ganzen Fischeier mit. Okay, wenn da immer nur ein Ei drin ist, dann ist das gar nicht so ertragreich, wie ich jetzt ursprünglich vermutet habe. Aber die Secrets, ne? Die Secrets machen mir etwas Angst. Oh, damit wir einen Gegner, der flüchtet. Okay. Ja, wir können jetzt erstmal ein bisschen abchecken, wo hier die unsichtbaren Sachen sind und uns dann überlegen, wie wir ihn jagen. Wir müssen erstmal den Weg kennen, den er theoretischerweise flüchten kann, dass wir ihn überhaupt gut verfolgen können. Er verteilt ja selber zum Glück ein bisschen Tinte. Dementsprechend fällt mir das Ganze ein bisschen leichter. Kann ich wieder runterschleudern? Da unten ist auf jeden Fall der Tank. Wo ich vermutlich den Schlüssel brauche, den ich bekomme, wenn ich ihn erledigt habe. Oder unten kann ich auch landen. Was ist denn das für ein Riesenareal hier? Damn. Der hat hier einen ordentlichen Fluchtweg parat. Aber nicht mit mir. Da haben wir den Schlüssel. Dann frage ich mich nur gerade, ob es halt irgendwo was gibt, ne? Weil es hier einfach so viele unsichtbare Wege gibt. Können sie halt wirklich überall was hinpacken. Ich kann mir vorstellen, dass sie hier vielleicht irgendwo tatsächlich das erste Secret hingemacht haben. Aber ich sehe es aktuell noch nicht. Ist hier was? Gibt es keinen Weg mehr, da hochzukommen, wenn man einmal unten ist? Ja doch, mit der Plattform hier, ne? Deswegen will ich jetzt nämlich noch nicht gleich weiter. Deswegen gucke ich erstmal hier um. Aber die bringt einen nur zurück zum Start. Das ist nichts, was mich persönlich jetzt groß weiterbringt oder mir hilft, ein Secret zu finden. Schade, schade, schade. Ich habe das Gefühl, eines der beiden Collectibles haben wir vercheckt. Sagt mir irgendwie mein Bauchgefühl. Ich gebe es noch nicht auf, aber irgendwie glaube ich, ich darf das Level nochmal zocken. Aber es gab halt auch noch nicht, wenn man ehrlich ist, so viele Verstecke, wo man was hinmachen könnte, ne? So, du haust mal ab, oder du lebst noch. Ja, und wir haben sich hier selber rüber geboostet, der auch. Es gab noch nicht so viele Orte, wo sie was hätten verstecken können. Deswegen habe ich immer noch die Hoffnung, dass ich alles finden kann. Aber langsam wird's halt schon, ist man halt schon verdächtig lang in dem Level, ne? Ohne Erfolg. Wohlgemerkt. Immer noch zurückgucken, ob man was sieht, aber noch nicht. So, hier erstmal die ganzen Boxen schön weghauen. Das macht Spaß. Da fühle ich mich wohl. So, let's go! Oh, lol. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt bin ich hier ein bisschen... Moment, das machen wir so. Nein, lol. Warum hab ich den Curling-Bombenhagel? Hä? Ich hatte doch gerade noch den Tintenschock. Das war nicht so geplant. Oh, das ist nicht gut, was hier passiert. Ja, jetzt wurde ich nämlich nochmal getroffen. Ich dachte, ich hätte was ganz anderes als Spezialwaffe. Da muss ich wohl irgendwo nochmal meine Spezialwaffe irgendwo geändert haben. Was ich nicht mitbekommen habe. Nicht gut. Das hat mich jetzt natürlich etwas aus dem Konzept geworfen. Ich wollte nämlich hier schön mit dem Tintenschock einfach entfernen. Aber dem war nicht so. Okay, verdammt, jetzt haben wir nochmal unsere Rüstung verloren. Aber immerhin geschafft. Ja, aber deshalb, da habe ich mich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert, sagen wir es so. Ah, verdammt.
Und wieder kein Collectible. Es macht mich wahnsinnig. Leute, es macht mich halt echt wahnsinnig. Ist hier hinten was? Nee. Ne, seht ihr was? Ich nehme mich nicht. Es sieht einfach nicht so aus, als ob hier was wäre. Oh, ich hasse es, die Collectibles nicht zu finden. Immerhin ist es noch nicht der letzte Checkpoint. Sprich, eines der beiden Sachen wird mit Sicherheit noch kommen. Ah, es ist einfach dieses ungute Gefühl, was man einfach dauernd im Magen hat. Und das ist nicht geil. So. Jetzt wieder so ein Commander. Der kann da mal ein bisschen rumkommanden, wie er will. Und dann hauen wir ihn einfach weg. Easy. Null Problem. So, hier unten ist doch jetzt safe was, oder? Hier werde ich mich doch mit Sicherheit irgendwo nach unten fallen lassen können. Und da finde ich dann wenigstens eine Sache, die ich suche. Aber irgendwie sieht auch nicht so aus, ne? Nee. Nee. Sie geben mir keine Möglichkeit, irgendwas zu finden. Geben sie mir nicht. Haben sie keinen Bock zu. Aber hier sieht es doch jetzt richtig aus. Verdammt. Macht mich wahnsinnig, ihr Scheißentwickler. Oh. Okay. Geh mal da hoch. Geh erstmal da hoch und dann checken wir ab, was da ist. Moment, den überraschen wir. Scheiße, hat ja gut funktioniert. So, lass mich hier mal außen rum. Und dann rotzen wir ihn kurz von hinten weg. Jetzt habe ich den Tintenschock aber wieder als Spezialwaffe. Aber hier brauche ich einen Schlüssel, um reinzukommen. Das ist der Metallfisch. Okay, wenigstens eines der beiden Sachen schon mal gefunden, ne? Aber vielleicht geben sie mir ja auch noch die Schriftrolle hier irgendwo. Kann ja sein. Kann ja sein, dass sie so gnädig sind. Ich muss jetzt erstmal hier den ganzen Weg freimachen. Um erstmal überhaupt rauszufinden, was überhaupt abgeht. Lol, ach, dieses Rüstungsteil auf so einem Putzroboter. Da ist nicht gut. Geht noch. Das habe ich nicht gesehen. Putzi, kommst du mal her? Ich stehe nämlich etwas unter Beschuss. Aber es sieht schon mal gar nicht... Lol, der fährt mich einfach direkt zu dem Commander hin. Sehr schön. Weg mit dir. Und wo ist der andere? Hier komme ich ja nämlich nicht hoch. Das ist ja das Problem. Da kann ich auch nicht voll sprayen. Wo ist der zweite Commander? Ah, da oben. Oh, scheiße. That's not good. Moment. Nee, da komme ich nicht hin. Ich muss erst auf den Kollegen hier drauf. Ey, die machen mich wahnsinnig hier. Die fahren einfach null so, wie ich es möchte. Und das möchte ich nicht. Ne? Wer hätte gedacht? Geh mal hier drauf. Was haben wir da? Okay. Nur eine Spezialwaffe, die ich eigentlich gar nicht benötige, wenn ich ehrlich bin. Und was haben wir da? Checken wir das auch mal ab. Nur Fische. Scheiße. Nein, ich denke, die Schriftrolle, die ist an uns vorbeigezogen. Die ist da unten. Ich sehe sie. Ist da. Wie komme ich da hin? Die ist da. Und ich will sie haben. Ich will sie jetzt haben. Ist hier irgendwo ein unsichtbarer Weg, von dem ich wissen sollte? Haha, Putzroboter. Scheiße, haben mir die Rüstung abgezogen. Ey. Aua. Oh, fuck. Aber ich sehe sie. Die ist noch nicht außer Reichweite. Ich glaube, ich muss einfach hinter dem Spawn runter. Hinter dem Ziel runterspringen. Kann das sein? Und kann dieser hässliche Putzroboter zu mir kommen? Mit der Rüstung auf dem Kopf? Könnt mir das einrichten, ne? Ich hasse die Putzroboter. Das ist wirklich eines der ätzendsten Dinge im Story-Mode. Die mag ich wirklich gar nicht. Jetzt. Komm doch einfach her. Jetzt wäre er da gewesen und ich krieg's nicht hin. Ey, stresst mich das hier gerade, ne? Oh Gott. Und ich komme halt einfach nicht da hoch ohne die Hilfe dieses Putzroboters. Ah, das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Ey, die Stelle fuckt mich hier gerade richtig ab. Aber sowas von. Ja, jetzt hat er mich nochmal getroffen. Nee, ich bin der Commander da oben mit meiner Minigun und ich trigger Hübi gerade des Todes. Weil man die... Nee, das fuckt mich hier richtig ab. Das ist, glaube ich, auch verständlich, oder? Also das finde ich einfach nur richtig ätzend. Das ist einfach nur... Man sieht nichts, steht da unter Beschuss und ist auf Dinge angewiesen, auf diese blöden Putzroboter, die mir einfach... kaum bis gar nicht beeinflussen kann. Komm jetzt her, du Sack. Jetzt habe ich den Sprung wieder nicht gesetzt. Ey, das ist doch... Dann wird immer noch von dieser Minigun beschossen. Mann, macht das Spaß. Oh, wir haben den Regen. Ich drop meinen nuklearen Regen mal da drüben. Kommst du bitte her, Kollege? Danke. Das ist ja eine schöne Sache. Und jetzt dahinter. Oh, der nukleare Regen hat einfach direkt beide getötet. Warum nicht gleich so?
Aber ich habe noch keinen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel, um an den Metallfisch da hinten zu kommen. Ich sehe aber noch keinen Schlüssel. Da lang, ja, 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 ja. Sehr gut. So, jetzt muss ich abchecken. Da unten ist irgendwo die Schriftrolle, ja, hier. Aber wo ist hier unsichtbarer Boden, auf den ich draufspringen kann? Hier. Genau da muss ich doch hin. Das ist doch genau das, was ich suche. Oh yes, okay. Aber wo kriege ich jetzt noch den Schlüssel her, den ich brauche? Uiuiui. Das ist aber ein ganz schön langer Weg hier. Ah, der führt hier so außen rum, ne? Dass man es nicht direkt findet. Ja, ja. Die sind tricky unterwegs, die Kollegen. Hoch da. Wo ist der Schlüssel? Ich weiß nämlich auch noch... Man hat einfach den Metallfisch noch gesehen. Er war einfach direkt vor meiner Nase, aber ich konnte ihn nicht nehmen, weil er eingeschlossen war, der Arme. Ich hätte ihn doch befreit. Ist in irgendeiner Kiste... Ist in irgendeiner dieser Kisten der Schlüssel? Hier irgendwo finden muss? Oder haben die Putzroboter was damit zu tun? Nein, das glaube ich nämlich auch nicht. Aber ich habe noch nicht alle Kisten abgecheckt. Hau ab, Putzi. Das auch nicht. Ich mache alle Kisten kaputt. Ich gebe die Suche noch nicht auf, Friends. Ich gebe sie nicht auf. Boah! Ne, da hinten war ich auch schon, ne? Lol, jetzt haben dich echt noch erwischt. Scheiße, dann. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Doch, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Und ich hätte ihn schon die ganze Zeit kriegen können. Bei diesem kleinen Viech da. Und das habe ich vorhin einfach übersehen. Das habe ich vorhin einfach nicht gesehen. Das habe ich vorhin einfach ums Verrecken nicht gesehen. Und deswegen habe ich den nicht bekommen. Oh boy. Wirklich, ich hätte den Metallfischen die ganze Zeit kriegen können und hätte mir diese ganze Pinselarbeit hier sparen können. Ach komm schon. Das sind immer diese Momente, wo du denkst, einfach nur so halt der Maul. Das sind einfach diese typischen halt der Maul-Momente. Wo ist der Kollege? Hier. Oh, nicht erwischt, wirklich? Und der? Dann färbe ich halt hier außen alles ein. Den kriegen wir schon noch. Den kriegen wir schon noch zu fassen. Ich mache einfach außen alles voll. Und dann verfolge ich ihn einfach die ganze Zeit im Tintenfischschwarm im Kreis herum. Und dann kann er nicht mal. Ich sehe ihn aber nicht mal, ne? Doch, da ist er. Fuck. Das hat nicht gereicht. Man ist schneller als im Tintenfischschwarm, aber er... Fick dich, Alter. Was muss ich denn gegen den tun? Moment. Idee? Ja, genau. Als ob. Moment. Dahin. Jetzt flüchtet er. Und es reicht nicht. Ich habe ihn schon wieder nicht bekommen. Aber das ist die Taktik. That's the way I do it. So, jetzt hat. Das reicht einfach ums Verrecken nicht. Das darf nicht wahr sein. Dieser kleine Pisser. So ein typischer Internet-Rambo. Jetzt alle. Ey. Metallfisch, herkommen und dann ab ins Ziel. Mein Gott, hat das Level... Wir waren einfach schon längst fertig. Wir waren einfach schon längst mit diesem Level fertig. Und die haben jetzt nur 8 Jahre gebraucht, um in dieses blöde Collectible ranzukommen. So, jetzt zack, hoch da. Ich hasse Putzroboter. Ich hasse sie ums Verrecken. Komm jetzt her und putz hier. Jetzt putzt er wieder da hinten. Das ist... Ich hasse Elemente in Videospielen, die ich nicht beeinflussen kann. Die ihre eigene Intelligenz haben und auf die man warten muss. Das macht mich wahnsinnig. Hallo, hier vorne ist alles zugesabbert. Würdest du bitte einfach herkommen? Oh ja, da muss ich ja auch mal putzen. Das habe ich ja gar nicht gesehen. So, und jetzt davor bitte. Davor, davor. Du sollst einfach nur davor. Ja, ja, weiter, weiter, weiter. Gut machst du das. Ein ganz, ganz toller Roboter bist du. Ich habe schon wieder... Reicht mir der Kleine auch? Ich hoffe es. Geil machst du das, Kollege. Geil machst du das. Damn. Gefühlte 8 Jahre in dem Level verbraucht, oder? Waren es auch. 20 Minuten dauert die Folge schon. Ich glaube, ich werde euch das irgendwie zusammenschneiden. Ich werde euch das irgendwie rauscutten, weil ich habe hier so viel Zeit verschwendet. Boy. Nein, das war nicht schön anzuschauen. Da werde ich euch safe was rauscutten. Das ist kein interessanter Let's Play-Part gewesen.
Pfad ins Ungewisse. Eher wohl Pfad in den Cringe, würde ich sagen. So, den Pinsel haben wir jetzt auch noch ergänzt bekommen als Waffe. Auf der Seite steht folgendes. Hey Leute, ich bin's Ayoli. Ich habe schon so lange nichts mehr auf meinem Blog geschrieben. Puh. So allein unterwegs habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Manchmal denke ich zu viel. Aber die Dreharbeiten werden super. Okay, aber Ayoli war allein unterwegs. Das ist vielleicht der Grund, warum sie irgendwie in den Kontakt mit den Octarianern gekommen ist. Könnte man das so interpretieren? Und wisst ihr was, nachdem wir jetzt 22 schon gemacht haben, machen wir jetzt auch gleich 23. Wir haben zum Glück die Level in der richtigen Chronologie gefunden, ne? Und dementsprechend machen wir die beide. Ich weiß, es entspricht so, widerspricht so ein bisschen unserem dem, was ich halt sonst immer mache, dass ich erst alle Teekannen suche. Aber wenn wir sie hier schon genau in der richtigen Reihenfolge gefunden haben, warum nicht? Okay, Helden Doppler ist hier die Vorgabe. Da wird es hoffentlich wieder so ein richtig geiles, schönes, schnelles Level. Und wir haben ja auch ein bisschen Zeit aufzuholen, ne? Nachdem wir jetzt so viel Scheiße hier gemacht haben. Und wir haben jetzt halt einfach wieder viel mehr Freiheit. Der Pinsel ist eine gute Waffe, wie gesagt, vor allem für den Rangkampf bin ich ein großer Fan davon, aber man ist halt doch sehr langsam und eingeschränkt in dem, was man tut. Das muss man halt zugeben. Ich darf halt nicht zu schnell sein. Es kann halt gut sein, dass wir hier ganz schnell an irgendwas vorbeisausen, an Schriftrolle oder Metallfisch, was wir eigentlich gut gebrauchen können. Ah, der Fakt hätte ich springen müssen. Oh, fuck, schon wieder verkackt. Verdammt. Aber verpasst habe ich da unten nichts, oder? Also habe ich jetzt nichts gesehen. Dementsprechend gehe ich einfach mal ganz optimistisch, wie ich bin, weiter. So, da muss ich hoch. Da drauf schießen, um die zu killen. Und dann hier. Oh ja. Oh, ich liebe es, so mobil zu sein, ne? Ich liebe es, so mobil zu sein. Das ist, fühlt sich so gut an. Man ist so schnell und agil und kann einfach die Dinge so richtig wrecken. Auch wenn es so blöde Bots sind, aber man fühlt sich einfach geil dabei. Mit dem Platschern fühlt man sich einfach geil. Dagegen kann man nichts sagen, Friends. So, ist hier hinter was? Kann immer sein. Nein. Aktuell meiner Meinung nach noch keine Hinweise zu Collectibles, die wir gebrauchen können. Okay. Zack. 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 Sehr schön. Es wird wieder mit den Ketten hier gespielt. Mhm. Zack. 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 Oh, zurück, zurück. Oh, scheiße. Und hier hin. Und toll. Sehr gut. Und da drauf. Alles easy, ne? Oh, und wir müssen uns hier in die Flak setzen. Jetzt wird gefeuert, Friends. Jetzt wird gefeuert. Bam. Jetzt da drüben. Bam. 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 Und da. Geiler Scheiß. Muss, was kommt da für Geschütze an? Wer hat die geschossen? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, nicht relevant für uns. Zumindest denke ich das. Hier in die Tinte. Boah, voll geil. Voll am Wandsliden hier. Das taugt. Das ist ja mal richtig geil. Brutales Level. Brutales Level. Aber ich muss halt hart aufpassen. Ja, was wäre da unten gewesen? Warum hätte ich da runter gekonnt? Ich töte mich mal. Oh, lol. Hier geht's weiter. Scheiße. Ich hätte da, glaube ich, nicht lang gemusst. Ich glaube, da oben wäre jetzt was gewesen, was ich brauche. Wäre da oben was gewesen, was ich gebraucht hätte? Sprich, Collectible, was ich brauche, um für die 100%. Oder hier oben. Ich habe doch safe was vercheckt, oder? Oder nicht? Man sieht halt nichts, ne? Doch, da oben ist der Metallfisch. Ich gehe mich mal kurz umbringen. Für den Metallfisch! Let's go. Machen wir es nochmal. Jetzt muss ich mir nur kurz überleben. Zack. Zack. Und springen. Sehr schön, da haben wir ihn. Geiler Scheiß. Schriftrolle kommt hoffentlich auch noch. So allzu lange sind wir ja noch nicht in dem Level drin. Dementsprechend hoffe ich das einfach mal. So, Moment mal. Das machen wir nochmal. Das muss man eigentlich mit dem hier zünden, dass es weit genug nach oben geht. Das habe ich vorhin vercheckt. Okay. Und da ist der Checkpoint. Alles wieder gesaved, was wir bisher gemacht haben. Und weiter geht's. Mann, das macht Laune. Ich liebe diese Platscher-Level. Die arbeiten einfach alle immer mit diesem Surfen und von Schiene zu Schiene springen. Das ist ziemlich cool. Das ist richtig geiles, abwechslungsreiches Gameplay. I like richtig. Okay, gut so. Ich gehe mal darüber. Warum auch immer. Das bringt vielleicht was. Bringt das was? Ja, das bringt mir die Schriftrolle. Geiler Scheiß. Ich habe schnell den richtigen Griecher gehabt. Oh, jetzt muss ich den töten? Nein. Dann tue ich es einfach nicht. Der kann mir einfach mal gestohlen bleiben. Wenn er mir nichts kann. Dann werde ich mich auch nicht um ihn kümmern. Oh, boy. Sehr schön. Hier in die Tinte. Oh, muss ich immer gucken, was geht, ne?
Einfach ist es nicht. Es ist halt sehr, sehr reflexartig alles. Aber das gefällt mir. Das gefällt mir unfassbar gut. Mit dir. Und gleich weiter. Nachdem ich schon alle Collectibles habe, kann ich jetzt richtig speeden. In den Tintenfischmodus, um da durchzukommen. Und weiter geht's. Ist das gut? Leute, das zaubert mich gleich wieder ein richtiges Lachen ins Gesicht. Ich denke, man merkt. Ich wechsle mal auf die andere Seite. Was bringt es mir eigentlich, innen zu sein? Warum sollte ich innen surfen? Oh, lol. Ich sehe es. Ja, da schießen sie jetzt beide, ne? Fühlen sich ganz krass. Zack. Und her damit. Geiles Level. Richtig nice. Hat einfach mal übelst Spaß gemacht. Und warum habe ich nichts an? Achso, weil ich am Ende die Rüstung weggeschossen bekommen habe. Sexy. Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Damit haben wir schon 2 Level der letzten Zone gemacht. 4 bleiben noch übrig und dann kommt der Boss. Seite 23 aus dem Buch. Ich bin auch gespannt, ob hier noch irgendwas storytechnisch Geiles bei rumkommt dann in diesem Buch. Habt ihr euch auch schon mal gedacht, Mann, mein Geheimversteck sieht ja voll daneben aus? Schnappt euch etwas Glitzerstoff und Klebeband und macht eure eigene Deko. Sieht gut aus und macht Laune. Probiert's mal aus und bleibt spritzig. Okay. Werde ich machen, Kollege. Vielen Dank für den Tipp. Und ich sag euch, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Euer Hübi.